Zuschauerinnen und Zuschauer. Wer an Italien denkt, denkt auch ans Essen. An Fisch, Gemüse, Olivenöl und natürlich an Teigwaren. Kaum ein anderer Name verkörpert alle diese Vorstellungen besser als die bekannte Traditionsmarke Buitoni Fresco. Die Teigwaren von Buitoni Fresco erfüllen die höchsten Ansprüche und sorgen mit ihren vielen Formen, die zu den verschiedensten Soßen passt, auch immer für Abwechslung. Grüezi miteinander. Für Buitoni Fresco gibt es also gute Argumente. Neben den klassischen Pasta-Spezialitäten aus Hartweizengrieß umfasst das Angebot auch eine ganze Palette an Frischteigwaren mit zum Teil köstlichen Füllungen. Alle die Teigwaren sind leicht und schnell in der Zubereitung und die ungefüllten in verschiedenen fantasievollen Formen in unseren Läden jetzt zum Aktionspreis erhältlich. Der prächtige ehemalige Wohnsitz von der Familie Buitoni in der Nähe von Florenz in der Toskana wird heute unter anderem als Forschungszentrum für Teigwaren benutzt. Hand in Hand mit den besten Köchen von Italien werden hier neue Produkte entwickelt und laufend verfeinert. Einer von diesen Chefköchen ist heute bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Signore Braganti. Signore Braganti, an was erkennt man gute Teigwaren? Für die Teigwaren von Buitoni Fresco wird ausschließlich Hartweizengrieß aus der Gegend von Puglia verwendet. Das wird nicht zum Mehl, sondern zu feinen Körnchen Semolina zermahlen, was den Teigwaren größere Elastizität verleiht. Daraus entsteht ein elastischer Teig mit mehr Biss, was man nicht nur in Italien al dente nennt. Bevor Sie zusammen mit dem Armin jetzt das Rezept vorstellen, haben wir hier noch die Wettbewerbsfrage für unsere Zuschauer im Studio. Wo sind die ersten Buitoni-Teigwaren hergestellt worden? Im Piemont, in der Toskana oder in Sizilien? Die richtige Antwort verraten wir dann nach dem Rezept. Bitte Armin und Signore Braganti. Die angetauten Crevette. Ciao Enrico. Mit einer Marinade aus Zitronensaft, presstem Knoblauch, wenig Geienpfeffer und Olivenöl beträufeln und im Kühlschrank marinieren. Dann Lauch oder Frühlingszwiebeln in schmale Streifen schneiden. Knoblauchzehen fein hacken, eine kleine Peperoncino halbieren und entkernen und in Streifen schneiden. Reife Fleischtomaten übers Kreuz einschneiden und kurz ins kochende Wasser tauchen, dann schälen und in Würfel schneiden. Dann mit einem Esslöffel Olivenöl den Knoblauch und das Gemüse kurz andämpfen. Salzen, mit Weisswein ablöschen und einkochen lassen. Jetzt Crevette ein paar Minuten anbraten und leicht salzen. Und zusammen mit dem Gemüse über die al dente gekochten Fagottini anrichten. Am Schluss Tomatenwürfel drüber streuen, mit Peterli garnieren und sofort servieren. Das Rezept können Sie wie gewohnt in der neuen Coop-Zeitung nachlesen. Ich wünsche jetzt schon viel Vergnügen beim Ausprobieren. Guten Appetit! Buon appetito! Dann kommen wir jetzt zur Auflösung des Wettbewerbs. Die ersten Teigwaren von Buitoni sind in San Sepolcro bei Florenz, also in der Toskana, hergestellt worden. Darf ich Sie bitten, ein rosa-rotes Kärtchen zu ziehen? Richtig tippt und ein Nachtessen für zwei Personen im Restaurant Le Club auf dem Bürgerstock gewonnen hat Susanna Sousa. Herzliche Gratulation! Herzliche Gratulation! Und viel Spass im Restaurant Le Club. Danke vielmals. Vielen Dank allen fürs Mitmachen und natürlich ganz besonders Ihnen, Signore Braganti, mit dem Strauß von unserer Blumenabteilung. Grazie. Danke fürs Kommen. Ebenfalls um Blumen geht es dann bei uns in einer Woche. Nämlich um Geranien und andere Sommerflor. Wäre schön, wenn Sie dann wieder dabei wären. Weiterhin einen schönen Abend und auf Wiedersehen.